Erbarmen. Ein Vortrag im Rahmen des Multimedia-Lexikons der Tugenden. Erbarmen ist ein Wort, das etwas altertümlich klingt. Erbarmen ist tiefes Mitgefühl, tiefes Mitleid. Erbarmen ist auch die Bereitschaft, das Normale weg zu verlassen und einem Menschen mehr zu geben, als ihm eigentlich zusteht. Barmen, Erbarmen, da steckt das Wort Barm drin, das hat etwas mit Liebe zu tun, es hat etwas mit Herz zu tun. Es gibt ja auch die Barmherzigkeit, das heißt, man hat ein Herz, das voller Liebe ist, voller Mitgefühl und was eben die uneigennützige Nächstenliebe ist. Also Barmen, es gibt ja auch die Barmer Ersatzkasse, das ist also eigentlich eine, wo es darum geht, anderen zu helfen, um Leiden zu mindern. So gibt es Erbarmen, man kann zum Beispiel Erbarmen mit einem Menschen haben und Erbarmen mit einem Menschen kann man aus zwei Gründen haben. Sei es, dass der Mensch stark leidet. Du siehst jemanden, dem geht es gar nicht gut, er hat nichts. Du hast Erbarmen mit ihm und du hilfst ihm. Ein zweiter Grund, Erbarmen zu haben, jemand hat einen schweren Fehler gemacht und eigentlich müsstest du jetzt irgendetwas tun, um irgendwelche Konsequenzen machen. Erbarmen mit dem Menschen zu haben, hieße, dass du jetzt nicht die Konsequenzen ziehst, die eigentlich jetzt angemessen sind. So ist also Erbarmen wie ein Gegenpol zur Justitia, zur Gerechtigkeit. Es braucht Regeln und Regeln brauchen auch Konsequenzen. Es braucht durchaus Vorgehensweisen und es braucht auch Verhaltensweisen, die für andere irgendwo so sind, dass sie darauf vertrauen können. Aber manchmal muss man Gnade vor Recht ergehen lassen. Deshalb gibt es durchaus auch etwas von Erbarmen. Allerdings interessanterweise, je diktatorischer Regimes sind, umso mehr gibt es solche wie Erbarmen im Sinne von die mittelalterlichen Könige, die haben dann auch, dann konnte man ihre Gnade appellieren und dann haben sie nachher Urteile wieder revidiert. Oder wenn ein König an die Regierung gekommen ist, dann wurden Gefangene entlassen. Je mehr eine Gesellschaft demokratisch ist und je mehr sie ein Rechtsstaat ist, umso weniger Raum gibt es für Gnade und Erbarmen. Also je willkürlicher Urteile sind, umso mehr kann man an das Erbarmen appellieren. Es gibt natürlich auch im deutschen Rechtssystem, dass Menschen vorzeitig entlassen werden, aber weniger, weil sie an das Erbarmen appellieren oder weil ihre Familie, Freunde oder irgendein einflussreicher Mensch das um Erbarmen fleht, sondern wegen guter Führung. Man wird frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen, wegen guter Führung. Man kann dann darum bitten, es gibt natürlich auch noch einen begrenzten Maße, dass irgendwo ein Gnadenerlass geben kann, aber heutzutage im deutschen Rechtssystem, Erbarmen und Gnade spielt weniger Rolle als in einem Willkürsystem. Das muss man auch irgendwo so wissen. Aber auf einer anderen Ebene spielt in deutschen Gesellschaft Erbarmen eine größere Rolle, als es früher war. Nämlich, es gibt einen Sozialstaat und der soll dafür sorgen, dass kein Mensch hungers sterben muss. Jeder Mensch soll ein Dach über dem Kopf haben, jeder soll essen können, jeder soll ein menschenwürdiges Dasein haben. So ist dieses Erbarmen Einzelner letztlich kollektiviert worden. Was auch heißt, dass es heute nicht anders als früher nicht mehr üblich ist, dass du draußen auf der Straße jemanden siehst, der nichts zu essen hat und hungers sterben wird und dass du mindestens in Mitteleuropa niemanden siehst, der auf der Straße liegt und weil er keinen Arzt bezahlen kann, krank ist und irgendwo dort zu Tode siehst. Diese Sachen, diese Art von Erbarmen, die man früher haben musste, wie zum Beispiel im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, die einzelne Menschen haben mussten, diese Art von Erbarmen ist heute nicht mehr gefragt, denn diese Art von Erbarmen und Barmherzigkeit haben wir glücklicherweise kollektiviert. Ich könnte sagen, auch hier, wenn ein Staat gerecht ist,
wenn er demokratisch ist, wenn er insgesamt barmherzig als Ganzes ist, dann sind weniger Voraussetzungen des Erbarmen Einzelner gestellt. Trotzdem, auch heute gibt es Menschen, die im Leid sind. Auch heute ist es notwendig, Menschen zu helfen. Auch heute wirst du sehen, ja, es gibt Menschen, die deine Hilfe in besonderem Maße brauchen. Und wo du besonders sagen kannst, ja, ich investiere meine Zeit, ich gebe dem Menschen mein Ohr, ich werde ihm Gutes tun, ich werde ihm auch materiell helfen, emotional helfen. Diese Art von Erbarmen braucht es. Und manchmal ist eben auch hilfreich, ja, der andere hat einen Fehler gemacht, der andere müsste jetzt mit Konsequenzen rechnen, aber es ist gut, Erbarmen mit ihm zu haben. Ja, denke selbst nach über Erbarmen und auch darüber, dass vielleicht in einer etwas gerechteren Gesellschaft, etwas weniger willkürlichen Gesellschaft, in einem Sozialstaat weniger Notwendigkeit für Erbarmen ist an die Herrschenden, dass aber trotzdem man darüber hinaus Menschen helfen sollte und bis heute Barmherzigkeit, Erbarmen, uneigennützige Nächstenliebe eine Rolle spielt. Und bei aller Notwendigkeit für Justitia, Gerechtigkeit, braucht es auch manchmal Erbarmen. Das waren ein paar Gedanken zu Erbarmen als Teil des Yoga-Vidya-Lexikons, der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de.